So, hallo und herzlich willkommen auf dem Balkon. Ich dachte, ich nehme heute mal den Balkon zum Testen, wie das so soundtechnisch eigentlich so ist mit Nachbarschaftsgeräuschen, sprich Kindern, sprich vorbeifahrende Autos. Hat schon mal ausprobiert für ein Dankeschön-Video, hat es ganz gut funktioniert. Jetzt nochmal mit einer anderen Tontechnik und mal gucken, was dabei rumkommt. Ne? Also, Frage heute, und das ist ein Vlog-Stil, das heißt, ich werde da nicht großartig viel vorher recherchiert haben. Habe ich nämlich nicht. wollte ich aber doch nochmal drüber nachdenken, in Anbetracht dessen, dass ich ja sehr Sehnsucht nach ferne Länderurlaub bekomme. Also fern ist immer relativ. Ne? Fern ist für mich alles, was nicht Deutschland ist. Das ist fern genug. Aber Deutschland selber ist natürlich auch sehr, sehr schön, klar. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der gerade in den aktuellen Zeiten eine gewisse Urlaubssehnsucht teilt und vielleicht möchte der ein oder andere ja trotzdem weg oder möchte schon mal planen für die Zeit, wenn man wieder weg kann, um dann mal wegzugehen. Und tatsächlich ist eben die eine Gegend, für die man vielleicht vorher ein bisschen viel planen möchte, auch wenn man dahin möchte, die ich kenne und zu der ich was sagen kann, jetzt eben Grönland. Und drum dachte ich, wir plaudern mal ganz gemütlich und ohne großen roten Faden, wirklich so ganz gemütlich, über die Frage, ob sich denn so ein Arctic Circle Trail auf Grönland, ob der sich wirklich lohnt, ob wir den weiterempfehlen können. Und die Frage ist jetzt nicht, lohnt sich das für mich auf jeden Fall, sondern mehr die Frage, lohnt sich das auch für wen anders, der da jetzt kein besonderes botanisches, naturkundliches Interesse an Grönland hat und da irgendwelche besonders alten Steine faszinierend findet. So. Und da ist der Elefant im Raum, dass wir jetzt so ein bisschen abwägen müssen, was gibt's auf Grönland, was ist nicht bei günstiger zu erreichenden Alternativrouten auch gibt. So rum. Ja, so ungefähr. Falls der Satz grammatikalisch korrekt wäre. Ja, nee, also Grönland, der Arctic Circle Trail, der heißt nicht umsonst Arctic Circle Trail, sondern der heißt so, weil er eben mehr oder weniger ein Stückchen nördlich von besagtem Polarkreis Arctic Circle verläuft. Und das gibt halt eben schon mal die nördliche Breite an. Das kriegen wir auch erheblich näher an uns selbst dran, wenn wir eben tatsächlich nach Skandinavien fahren und uns da am Polarkreis rumtreiben. Da haben wir nämlich eine ähnliche nördliche Breite. Das heißt, wir haben die Phänomene von Nord-Nord-Nord, also sehr weit im Norden, die haben wir zum Teil eben dann auch in Skandinavien. Beispielsweise einer der großen faszinierenden Faktoren, wenn man im Sommer im hohen Norden unterwegs ist, ist natürlich der sehr lange Sonnenschein, die Mitternachtssonne. Gegebenenfalls, je nachdem, ob man zur richtigen Zeit und hoch genug im Norden unterwegs ist, geht sie halt gar nicht unter. Und selbst wenn sie untergeht, dann wird es nicht wirklich finster in den Sommermonaten. Also Juli, Juni, sowas um den Dreh, da hat man also wirklich noch sehr viel von der Mitternachtssonne bis hin zu eben vollständiger Mitternachtssonne. Und das ist schon ein Erlebnis. Das ist einfach toll, wenn es nicht dunkel wird. Das sorgt ja dann eben durch entsprechende Hormone bei unsereins, durch die ständige Lichteinwirkung für gewisse Glücksgefühle und ist eine ziemlich effiziente und natürliche Droge. Eine der wenigen, die ich dann auch bedenkenlos weiterempfehlen kann, weil einfach nur dauernd Licht um sich rum haben, hat wirklich was. Das ist toll. Und selbst wenn man die Mitternachtssonne ein bisschen verpasst, dann ist es immer noch faszinierend. Da denkt man so, jetzt geht aber die Sonne unter. Jetzt ist halb elf, jetzt wird es langsam dunkel. Dann beginnt auch langsam die Dämmerung. So, und dann wird es elf. Ja, aber jetzt muss es doch gleich dunkel sein. Dann wird es halb zwölf. Ja, was ist denn jetzt los? Dann wird es zwölf, halb eins. Ich habe miserabel geschlafen, weil ich wirklich so mehr oder weniger als Bahnhofspenner eine Nacht verbringen musste, als ich das mal so wirklich schön live beobachten konnte und alle halbe Stunde so weit wach geworden bin, dass ich mich nach der aktuellen Lichtsituation erkundigen konnte. Und
Dann wurde es irgendwann eins und dann wurde es irgendwann halt zwei, ja, und dann wurde es wieder hell. Mehr oder langsam, aber sicher wurde es dann immer heller und um 3:30 oder was war dann schon wieder taghell, so um den Dreh. Also das war wirklich faszinierend. Das war ja keine Mitternachtssonne, sondern nur fast Mitternachtssonne und das war noch nicht mal sonderlich weit im hohen Norden, ne? Also zu weit südlich, aber dann zur richtigen Zeit. Ja, dieses Phänomen, das gibt es genauso in Skandinavien wie in Grönland, Alaska, Sibirien, völlig egal. Da muss man also nicht zwingend nach Grönland für. Und das wäre kein, das kriegt man zwar in Grönland auch, ja, wenn man schon da ist, dann kann man es mitnehmen, aber deswegen muss man nicht nach Grönland. Ja, das ist also so zum Beispiel einer dieser generellen Nordland-Vorteile, beziehungsweise dieser Nordland-Effekte. Der nächste Effekt ist, dass du ziemlich menschenleere, ziemlich abgelegene Natur hast. Und da muss man jetzt allerdings der Fairness halber sagen, ist Grönland nochmal einen Zacken schärfer drauf als jede Ecke in Skandinavien, weil Skandinavien mag einsam sein. Es mag auch sehr einsam sein, je nachdem, wo man hingeht, aber das kann nicht ganz mit Grönland mithalten, wenn man da wirklich mal den Wanderweg verlässt und irgendwo, keine Ahnung, 5 Kilometer nördlich, südlich vom Wanderweg mitten in die Landschaft rennt, dann bestehen da auch heute noch realistische Chancen, dass da noch nie irgendwer gewesen ist und man kann sich als Pionier fühlen, der zum ersten Mal in diesem Teil des Planeten, auf diesem Teil des Planeten rumläuft und vielleicht ein Steinmännchen baut. Damit macht man jetzt keinen großen Schaden, macht die Natur nicht kaputt und kann doch zeigen, man ist hier gewesen. Ja, also wer da Lust dazu hat, noch besser wäre es selbstverständlich, wenn man gar keine Spur hinterlässt, damit der Nächste, der dahinter gelaut, das Gefühl hat, der Erste zu sein. Nee, aber am Arctic Circle Trail besteht wirklich noch eine gute Chance, dass man tatsächlich der Erste ist. Das ist in Skandinavien aufgrund einfach einer anderen Entwicklungsgeschichte, einer anderen Siedlungsgeschichte, einem anderen Nomadentum der Ureinwohner von Skandinavien, die ja wirklich auch viel unterwegs waren mit ihren Rentieren, ist das nochmal eine andere Nummer. Also so unberührt, da ist noch nie jemand gewesen. Wildnis wird man da nicht mehr viel. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein paar Quadratmeter, das kann sein. Aber viel wird man da wirklich nicht mehr finden. Auch andere Touristen wird man ordentlich antreffen. Allerdings, das ist auch auf dem Arctic Circle Trail so. Ja, das ist jetzt nicht so, dass auf dem Weg selber auch schon völlige Menschenleere herrscht, weil er dann doch recht frequentiert begangen wird. Und da kann man also jetzt auch nicht sagen, ist. Also dieser Faktor, mit dem Unberührte wirklich völlig unbetretene Wildnis entdecken oder zumindest hingucken können, ob man da jetzt reinlaufen muss, ist nochmal eine andere Frage. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das sicherlich Grönland hat, das man so in Skandinavien nicht bekommen kann. Aber eine generelle Menschenleere der Landschaft, die kriegst du in Skandinavien so auch. Also das waren jetzt nur so zwei Punkte, da habe ich noch mehr von, aber jetzt möchte ich nur mal kurz drauf eingehen. Warum ist denn das überhaupt so relevant, dass es in Skandinavien vieles auch gibt, was es auf dem Arctic Circle Trail gibt? Naja, weil der Arctic Circle Trail, der kostet. Der kostet nämlich erstmal, muss dann nach Kopenhagen kommen. Weil nur von Kopenhagen gibt es internationale Flüge rüber nach Grönland. Alternativ kannst du auch nach Reykjavik kommen. Das ist allerdings für die meisten von uns nicht unbedingt einfacher, als nach Kopenhagen zu kommen. Wer es nicht weiß, Reykjavik, Hauptstadt von Island. Und ja, deswegen wird Kopenhagen in den meisten Fällen wohl der Ort der Wahl sein. Je nachdem, wie man vorhat, da hinzukommen und wie man wohnt, kann man als günstigste Alternative mit dem Bus fahren. Ich weiß nicht, ob das inzwischen Corona-bedingt wieder geht, aber in normalen Jahren kann man tatsächlich mit dem Bus fahren. Da ist man dann von Süddeutschland halt eine Weile unterwegs. Frau hat es einmal mitgemacht, Frau möchte es nicht nochmal mitmachen. Das ist aber tatsächlich immer noch günstiger als Fliegen und natürlich bei weitem umweltfreundlicher. Ohnehin ist die ganze Geschichte mit nach Grönland fliegen selbstverständlich mit einem entsprechenden Fußabdruck, wie man so schön sagt, verbunden, den man nicht umgehen kann, weil man ohne Flug schlicht und ergreifend nicht nach Grönland kommt. Nach Nordschweden, Norwegen, Nordfinnland, da kannst du zur Not, da musst du schon sehr leidensfähig sein, zugegeben, aber da kannst du auch, insbesondere wenn es nicht so sehr aufs
Geld ankommt, mit dem Nachtzug zum Beispiel hochfahren und dann brauchst du gar nicht so sehr zu leiden und bist auch in halbwegs komfortabler Art und Weise relativ in 3 Tagen mal oben angekommen und darf sich dann da rumtreiben. Ne? Also für Leute mit viel Zeit und genügend Geld, weil Fliegen einfach billiger ist, so funktioniert die Welt, ist es möglich, da auch mit sehr viel geringerem Carbon Footprint oben anzukommen. Das geht von Grönland halt einfach nicht. So, und Kostenfaktor, gerade wenn man wirklich ganz günstig fliegt, kommt man zum Beispiel nach Oslo, fliegt und den Rest der Strecke bis zum Beispiel zur Hardanger Vidda, gut, die ist nicht nördlich genug, dann müsste schon noch ein Stückchen weiter nach Norden, wenn man es wirklich auch Polarkreis-Feeling haben möchte. Dafür ist die Hardanger Vidda so hoch gelegen, dass man da eine ähnliche Vegetation kriegt, obwohl man noch gar nicht so nördlich ist, aber jetzt vergleichen wir das einfach mal trotzdem. Da ist man, wenn man nach Oslo fliegt, mit einer 130, 140 pro Flug locker dabei, mit Gepäck. Das kann man hinkriegen und dann nochmal weiterfahren bis zu Hardanger Vidda beispielsweise. Gut, das ist dann Norwegen, da sind die Preise für die Bahn relativ gesalzen, ähnlich wie bei uns. Norwegen ist ja ein sehr, sehr teures Land, Grönland übrigens auch, aber dazu kommen wir gleich. Da kannst du ungefähr nochmal 100 Euro pro Weg rechnen, so ganz grob. Ich habe das jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr recherchiert, was das eigentlich so kostet. Und dann bist du da. Also pro Weg, also beziehungsweise hin und zurück, lass sagen, wir fliegen für 260 Euro mit Gepäck und einer halbwegs vernünftigen Verbindung. Dann kommen nochmal 200 Euro für die Zugfahrt von Oslo zur Hardanger Vidda. Finse wäre so ein Bahnhof, wo man da tatsächlich anhalten kann, für diejenigen, die es interessiert, und aussteigen und loslaufen. Bist du dann bei, sagen wir mal, 450 Euro. Sowas um den Dreh. Ja, reine Transferkosten, ich denke, das ist realistisch. Von da, wo man halt nach Oslo fliegen kann. Wenn man dann sagt, man fliegt. Wenn man nicht fliegen möchte und wirklich mit dem Bus nach Oslo fahren will zum Beispiel, dann braucht man halt entsprechend Sitzfleisch, Leidensfähigkeit und von da dann nochmal mit dem Zug weiter. Aber mit dem Bus nach Oslo kannst du auch so, je nachdem wo du in Deutschland bist, kannst du ungefähr 100 Euro rechnen. Ist ein bisschen billiger als fliegen, nicht mehr allzu viel. Und es dauert halt wirklich lange, bis man in Oslo ist. Weil die Busse, die da so rüberfahren, die fahren soweit es geht über Land. Das heißt, die fahren erst durch Dänemark, dann durch Schweden und dann nach Norwegen rüber und dann erst entsprechend nach Oslo, das zieht sich. Also da kann ich wirklich sagen, bis 48 Stunden sicherlich unterwegs pro Weg. Ja. Ja, aber gehen tut's. So, was kostet Grönland? Grönland kostet der Flug Kopenhagen Kangerlussuaq. Ich hoffe, man spricht das so aus. Das ist der eine internationale Flughafen. Da muss jeder hin, der nach Grönland möchte. Und in dem Fall vom Arctic Circle Trail ist das auch gleich schon die Zieldestination, weil der da auch beginnt. Also du steigst am internationalen Flughafen aus und läufst los. Es ist einfach geil. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass das potenziell möglich ist. Haben wir nicht so gemacht, aber theoretisch steigst du aus dem Flieger und läufst, holst dir deinen Rucksack schnell ab und gehst aus dem Flughafengebäude wieder raus und läufst los. Ja, das kannst du so machen. Ja, Kostenpunkt, darf man ungefähr 800 Euro für den internationalen Flug Kangerlussuaq-Kopenhagen darf man ungefähr 800 Euro rechnen. Wenn man ganz früh bucht und wirklich ganz tolle Buchungsbedingungen hat, dann kommt man vielleicht noch ein bisschen günstiger zurück. Also hin und zurück 800 Euro. Allerdings braucht man jetzt noch einen Inlandflug. Man muss dann nämlich, nachdem man nach Sisimiut gelaufen ist, der Arctic Circle Trail führt von Kangerlussuaq an die Küste nach Sisimiut. Und von da muss man wieder zurückfliegen. Grönland hat überhaupt keine Straßen. Grönland hat die längste Straße, die Grönland hat, ist glaube ich 40 Kilometer lang und ist bei Kangerlussuaq. Ja, also mit der 40 Kilometer Straße, da kommt man zwar irgendwo hin, aber jetzt nicht allzu weit. Kann man sich ausrechnen, wenn 40 Kilometer Straße, ne? Und das ist die längste Straße von Grönland. Sind Sie sehr stolz drauf. Und Straße ist was anderes, als wir unter Straße verstehen, selbstverständlich, ne? Mit dem Pkw kannst du da auch rumfahren, da hast du dann vielleicht noch 8 Kilometer Straßennetz oder so, was du mit einem normalen Pkw befahren kannst. Es gibt Leute, die das tun, die haben da Spaß dran, ihre 8 Kilometerchen mit dem Pkw zu befahren, als weil sie es können, ja. Einheimische, aber ja,
wirklich ein Auto brauchen, tut man da vielleicht nicht unbedingt. Gut, Inlandsflug, wenn du Glück hast, bist du mit 200 dabei. Für den einen, ne? Das ist ja nur One-Way. Wenn du Pech hast, wird es entsprechend ein bisschen teurer, aber selbst unter schlechtesten Bedingungen ist viel teurer als 200 eigentlich nicht zu erwarten. So kurzfristige Inlandflüge sind in Grönland quasi Busfahren. Natürlich sind die teurer, weil es halt Fliegen ist, aber das wird kurzfristig mal eben schnell gebucht, wie man in Deutschland mit so einem Fernbus, Flixbus oder was auch immer in der Gegend rumfliegt. Entsprechend lax sind auch die Sicherheitsbestimmungen. Theoretisch haben die gleichen Sicherheitsbestimmungen wie alle anderen Flugunternehmen auch. Theoretisch. Ne? Praktisch, durchleuchten. Oh ne, heute nicht. So in dem Stil. Damit kommen wir also auf, ich sag jetzt mal, normalerweise für die allermeisten Leute, teurer geht immer, 1000 Euro Beförderungskosten. Und das ist natürlich mit 400, sagen wir 450, für Norwegen doppelt so teuer. Spielt schon eine gewisse Rolle. So. Und drum ja eben auch die Sachen, die ich jetzt schon erwähnt habe. Grönland hat auch Mitternachtssonne, aber das kriegst du auch in Skandinavien. Grönland hat arktische Landschaft, das kriegst du auch in Skandinavien. Gletschergeprägte Landschaft kriegst du auch in Skandinavien. Einsamkeit kriegst du auch in Skandinavien. Aber so langsam hört es dann auch wieder auf mit den Gemeinsamkeiten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sehr man sich dann an Details, die Grönland anders als Skandinavien zu bieten hat. Skandinavien hat auch schöne Details zu bieten, ja, aber Grönland hat halt nochmal andere. Und es geht ja darum, warum wir eben nach Grönland wollen sollen oder nicht sollen, wenn wir doch auch nach Skandinavien können. Und grönländische Besonderheiten sind, wenn man dann schon mal da ist, zunächst mal das Inlandeis. Das Inlandeis ist ja tatsächlich abseits des antarktischen Eisschilds die größte zusammenhängende Eisfläche des Planeten. Ist ein gigantischer Gletscher mit nichts zu vergleichen, was man in irgendeinem Gebirge der Welt sonst so sehen kann. Ist ein wirklich fantastischer Anblick, wenn man auf sowas steht. Wir waren ja drauf, war eine gute Gelegenheit für Heiratsantrag. Und nichtsdestotrotz haben wir die Zeit auch noch ein bisschen genutzt, um das Eis zu genießen. Das ist, wenn man da drauf steht, ist das einfach einmalig und ein fantastisches Erlebnis. Und völlig außer Konkurrenz, wenn man drauf steht. So, wenn man zum Eis möchte, kann man entweder die Hardcore-Variante machen und da circa 32 Kilometer hinwandern und dann wieder 32 Kilometer zurückwandern und dann den Arctic Circle Trail machen. Also wer sagt, das traue ich mir zu, dann kann man das machen. Der Weg zum Inlandeis ist nicht ganz uninteressant. Da gibt es noch so zwei, drei kleine Sehenswürdigkeiten entlang des Weges. Wenn man die weiß, wo die sind und sich das vorher entsprechend recherchiert, dann hat man da ein bisschen was zu sehen. Das Dumme ist nur, man muss halt auf demselben Weg plus minus, wenn man nicht einen großen Umweg machen möchte, durch völlig ungepflegtes Terrain, also jenseits aller Wege. Da gibt es dann nicht mal einen Trampelpfad, wenn du nicht der Straße folgst. Das wäre die Alternative, um zurückzukommen, und länger ist die dann auch noch. Wird also für die meisten Leute wahrscheinlich kein großes Thema sein, das heißt hin und zurück, selber Weg. Theoretisch kann man hin sich kutschieren lassen und zurücklaufen oder umgekehrt. Das geht potenziell auch, wenn man da mit dem Adventure-Unternehmen, das in Kangerlussuaq ansässig ist, es sind sogar zwei, glaube ich, redet, die eben Touren zum Inlandeis anbieten. Und die Tour zum Inlandeis, wenn man einfach nur sagt, ich war hin, guck mir das an, lass mich wieder zurückkutschieren, da hat man auf dem Eis selber, ehrlich gesagt, nicht besonders viel Zeit, circa 40 Minuten, und da muss man auch schon wieder weg. Das kostet ungefähr 50, 60 Euro pro Nase. Ich weiß nicht, wie sie da jetzt die Preise nochmal entsprechend abgeändert haben. Wäre also schon noch bezahlbar, würde ich sagen. Und das sollte man dann auch auf jeden Fall mindestens diese Variante tun, wenn man schon auf Grönland ist. Jetzt muss ich kurz den Akku wechseln. Gut,
Man kann auch eine Mehrtagestour auf dem Eis haben, geführt, wirklich ein Stück ins Eis reinlaufen, auf dem Eis übernachten. Das muss auch ein tolles Erlebnis sein. Das ist dann aber entsprechend auch wieder teuer. Da kannst du dann sicherlich nochmal für so ein Mehrtages-Eisabenteuer 200, 300, 400 Euro pro Nase sicherlich rechnen. Es kommt auch so wieder so ein bisschen drauf an, mit wem, wie lange und so weiter und so fort. Das findet auch in der Gruppe statt mit hervorragend, also die Leute, die wir getroffen haben, das waren hervorragende Guides. Da war wirklich alles prima. Da würde ich mir also jetzt keine Sorgen machen wollen. Und wer jetzt sagt, mir geht's ums Eis und ich möchte gern zusätzlich noch den Arctic Circle Trail laufen, dann lohnt sich Grönland auf jeden Fall. Dann lohnt sich auch der Arctic Circle Trail auf jeden Fall. Oder man möchte sonst noch irgendwas anderes auf Grönland angucken. Und wenn man schon da ist, noch den Arctic Circle Trail machen. Auch dann ist es ja gar keine Frage, dass sich das dann natürlich lohnt. Und das Eis in jedem Fall mitzunehmen, das ist eigentlich quasi ein Muss. Das muss man mit einplanen. Sonst, das ist, alles andere wäre wirklich, das wäre so schade. Gut, dann das nächste Alleinstellungsmerkmal auf Grönland ist natürlich die Inuit-Kultur. Von der ist nicht mehr allzu viel übrig, sage ich jetzt mal. Also da gibt es schon noch einige alte Leute, die dann noch wissen, wie man traditionell Inuit-mäßig lebt. Trotzdem auch die modernen Inuit, die modernen Grönländer, wenn man sie dann noch Inuit nennen möchte, darf. Ich denke, dagegen haben sie nichts. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass das neuerdings ein Schimpfwort für sie wäre. Die sind natürlich auch ein Erlebnis per se, wenn man sich für Menschen interessiert. So ein Grönländer, schon ein besonderer Menschenschlag. Relativ holterdiepolter mitunter. Also ich persönlich bin jetzt niemand, der sich furchtbar viel mit fremden Leuten unterhält. Ne? Insbesondere nicht auf Englisch. Da habe ich dann so meine persönlichen Schwierigkeiten. Aber wer da drauf steht, der kann da sicherlich sehr interessante Leute kennenlernen, die bei abartigen Temperaturen im T-Shirt rumrennen und meinen, es ist Sommer, da muss man ein T-Shirt anziehen und kurze Hose. Die mit wahnsinnigem Tempo, mit keiner Ausrüstung, weil es ist ja Sommer, da braucht man ja nichts, in der Wildnis unterwegs sind. Die wirklich unglaubliche Leistungen vollbringen können und ein ganz interessantes Verständnis mancher Dinge im Leben so haben. Zum Beispiel für den Grönländer ist es nach wie vor unvorstellbar, dass man Land besitzen kann. Wie sollte das funktionieren? Man kann doch kein Land besitzen, das kann man nicht einstecken, das kann man nicht mitnehmen, das geht nicht. Grundbesitz in Grönland beschränkt sich darauf, dass dir halt das Land gehört, auf dem dein Haus steht. Ein Haus kann man ja besitzen. Und die haben aber wirklich nur das als Grundstück, wo exakt das Haus draufsteht. Ja, also sobald die einen Schritt aus ihrer Tür machen und vielleicht von ihrer Treppe runtergehen, die an ihrer Tür noch dranhängt, sind sie auf allgemeinem Grund und Boden. Das heißt, du kannst in Grönland, das ist das wildzelterfreundlichste Land aller Zeiten, da kannst du wirklich im Prinzip überall wild zelten. Ich habe wirklich nichts gefunden, was verbieten würde, auf einer kleinen grünen Wiese in irgendeinem Dorf oder in irgendeiner Stadt zu zelten. Da macht man sich vielleicht jetzt nicht wirklich mit beliebt. Aber rein rechtlich gesehen wäre das wahrscheinlich nicht mal ausdrücklich verboten. Ne? Also das ist schon sehr krass, dass sie eben mit dem Grundbesitzgedöns überhaupt nichts anfangen können. Man fragt um Erlaubnis, ob man irgendwo ein Häuschen hinstellen kann. Das darf nicht jeder machen, wie er lustig ist. Die kriegt man dann im Regelfall und dann stellt man sich da ein Häuschen hin. Und man muss da selten was für bezahlen, dass man irgendwo jetzt ein Häuschen hinstellen darf, weil Land kannst du ja eh nicht wirklich besitzen. Also das nur mal als ein Beispiel für die Kultur der Leute, die da auf Grönland so rumrennen. Da springen noch ein paar Dänen rum. Speziellere Dänen, die halt auch schon teilweise sehr lange da sind. Das sind auch hochinteressante, sehr interessante, spezielle Menschen, die sich eben auch an das Leben in der Hocharktis gewöhnt haben. Und das bringt gewisse Einschränkungen und einfach eine interessante Lebenseinstellung mit sich. So, das kriegst du also so in Skandinavien nicht. Da kriegst du andere interessante Leute, aber nicht die Inuit. Ja? Oder Inuit-Stämmige, sage ich jetzt mal. Oder moderne Inuit, wie auch immer, wen auch immer man da gerade jeweils zu sehen bekommt. Ja? Die sind nicht besonders herzlich, die sind freundlich zurückhaltend. Also sie drängen sich dir im Regelfall nicht auf, einzelne Individuen natürlich mal ausgenommen. Und freundlich, aber sie sind wirklich zurückhaltend, sage ich jetzt mal. Ja? So.
Des Weiteren, was gibt's noch an Bonus auf Grönland? Grönland hat die großen 8 Säugetiere. Die sind teilweise nicht groß, aber es sind halt eben nur 8 Säugetiere. Ende der Aufzählung. Nämlich Eisbär, Wolf, also Landtiere. Ja, an der Küste gibt's natürlich noch diverse Meeressäuger zum Beispiel. Eisbär, Wolf, Lemming, Hermelin, Moschusochse, Eisfuchs, Polarhase. Und jetzt habe ich noch irgendwen vergessen. Hermelin, Lemming. Rentier. Rentier natürlich. Rentibu, wie meine Frau sie so schön genannt hat. Das ist eine Kreuzung aus europäischem, skandinavischem Rentier und nordamerikanischem Karibu, weil auf Grönland tatsächlich durch Jagd und eine Seuche, eine große Seuche ist da mal ausgebrochen, das Rentier quasi ausgerottet worden ist und man hat dann neue hingezüchtet, was funktioniert hat. Jetzt sind wieder überall welche da und die leben auch vollständig wild. Die werden nicht wie in Skandinavien hin und wieder mal zusammengetrieben und vermessen und einzelne geschlachtet, sondern die leben wirklich 100% als Wildtier. Und das ist jetzt so ein Mittelrentier, nicht ganz so groß wie das amerikanische Karibu, nicht ganz so klein wie das europäische Rentier, irgendwo so dazwischen. Das ist ganz interessant. Und das war es auch schon, was es an Säugetieren gibt. Darunter sind aber Eisbär, ist wirklich ein bisschen speziell zu erwähnen, selbstverständlich hochgradig lebensgefährlich, sollte man einem begegnen am Arctic Circle Trail, gibt es normalerweise keine. Soll heißen, es besteht ein winzig, winzig kleines, rein theoretisch statistisches Risiko, dass dann doch mal einer aufkreuzt, ist aber hochgradig unwahrscheinlich. So, dann der Eisfuchs, den kriegst du in Skandinavien auf jeden Fall nicht mit einer derartigen Eisfuchsgarantie. Eine hundertprozentige gibt es auch nicht, aber die Chancen, einen Eisfuchs zu sehen auf dem Arctic Circle Trail sind sehr hoch. Ne? Ich habe auch einen gesehen, ich konnte ihn zwar nicht gescheit fotografieren, aber er war da, war ein großartiges Erlebnis. Großartig. Eisfüchse, wundervolles Tier, ganz toll. Auch da ist jetzt halt wieder die Frage, was ist einem sowas wert? Wenn man da wirklich für sein Leben lang aus so einem Erlebnis Kraft und Energie und Freude ziehen kann, ne? Der Polarhase, ich sage absichtlich Polarhase, nicht Schneehase, ist eine endemische Unterart vom Schneehasen, der so nur in Grönland und nah dran liegenden Inseln vorkommt, ist der größte Hase der Welt, ist der schnellste Hase der Welt, ist der meiner Meinung nach beeindruckendste Hasenartige der Welt und hält keinen Winterschlaf. Selbst in der Polarnacht ist der noch Tag und Nacht unterwegs, ja, oder auch nicht, oder versteckt sich in irgendeiner Schneewehe oder dahinter oder ja in einer Schneewehe, kommt durchaus auch vor. Der weht dann einfach zu und durch den ständigen Wind wird hier und da mal ein bisschen Vegetation freigeweht und die frisst er dann im Winter. Aber im Winter fährt er auch seinen Stoffwechsel runter, ist ein bisschen langsamer unterwegs, nicht mit 70 km/h, nur noch so mit 10, 12, sowas. Und ein wahnsinnig faszinierendes Tier. Auch da bereue ich überhaupt nichts. Und die sind relativ zahm, sage ich, beziehungsweise wenig scheu, weil sie es nicht gewöhnt sind, dass wir Touristen gefährlich sind und lassen sich von uns eigentlich sehr wenig stören. Gefüttert werden sie auch nicht. Wir sind denen schlicht und ergreifend ziemlich egal. Ja, wenn man ihnen nachrennt, dann werden sie flüchten. Aber die Chance, schöne Erlebnisse mit einem Polarhasen zu haben, das kann man auch fast als nahezu garantiert ansehen, dass man den schön für die Kamera bekommt und ihn näher kennenlernen darf. Also auch ein unglaublich faszinierendes Tier. So Wölfe gibt es im Arctic Circle Trail wiederum nicht. Moschusochsen gibt es fast nur da. Also das stimmt jetzt nicht ganz, aber um Kangerlussuaq ist eine große Herde unterwegs. Diese Adventure Company, die da auch die Fahrten zum Inlandeis organisiert, bietet auch Moschusochsen-Safari an. Die haben Mittel und Wege rauszufinden, wo gerade die Herde unterwegs ist und können dann mit großer Wahrscheinlichkeit Moschusochsen-Sichtungen garantieren können sie es auch nicht, aber mit großer Wahrscheinlichkeit kriegt man die dann auch wirklich zu sehen. Das hätten wir machen sollen rückwirkend, haben wir leider nicht, deswegen haben wir außer auf dem Teller keinen Moschusochsen zu sehen bekommen. Auch das ist wieder eine grönländische Besonderheit. Wer das Bedürfnis hat, mal sehr alternative Speisen tierischer Art auszuprobieren, ist auf Grönland richtig, weil eben dadurch, dass die Inuit noch gewisse internationale Vorteile genießen,
genießen, was traditionellen Nahrungserwerb ihrer Kultur angeht, kriegst du da halt auch Tiere, die sonst niemand anders auf dem Planet überhaupt töten und essen darf. Heißt, da kannst du Wal haben, da kannst du Seehund haben, da kannst du, ja, das ist es im Wesentlichen, Wal und Seehund. Ist beides, je nachdem welchen Teil davon man isst, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Evelyn hat wieder mitgenommen, was ging, und erzählt uns jetzt mal, was sie sich da besorgt. So, und was haben wir jetzt hier, Schatz? Also, wir haben hier vom Pottwal getrocknetes Fleisch, von der Robbe einerseits Haut und dann der berühmte Robbenblubber. Beides frisch. Beides frisch, also roh, frisch aus der Robbe rausgeschnitten. Dann getrockneter Fisch, das hat Ben, glaube ich, schon mal degustiert, probiert und dokumentiert. Ein Shrimp. Und hier haben wir noch ein feines Süppchen mit Kartoffel und Rentierfleisch. Ja, das probieren wir jetzt mal fröhlich durch. Jo. Wir beginnen beim Pottwal. Hui. Ziemlich intensiv. Mhm. Recht salzig. Sehr hart von der Konsistenz her. Ja. Kann man essen? Also nie, aber nicht lecker. Ich kann es noch nicht sagen. Okay. Sehr speziell, nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Ja. Schmeckt also nicht nach Hühnchen. Schmeckt nicht nach Hühnchen, schmeckt nicht nach Wild, schmeckt nicht nach. Schmeckt ein bisschen nach salzigen, aber fischigen Salzstangen. Oh. Okay. Ja. Dann. Die Robbenhaut. Robbenhaut. Von was sieht man so? Es hat so zwei Schichten. Einmal das hell, das hellere. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Oh, wie Kaugummi. Ja, das war zu erwarten. Ja, man hat das Gefühl, man kaut auf einem Stück fettigem Knorpel rum. Aber das, also kurzer. Der berühmte Blubber, mutige vor. Ups. Kamera hat noch Schwierigkeiten jetzt. Ja. Gibt es also schöne Fettabdrücke also auf dem Teller? Fettabdrücke auf dem Teller. Ja. Gut. Ja, sehr gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Also Fettstempelung. Das gilt, das ist quasi eine Delikatesse. Also das essen sie besonders gerne. Das ist das, was man den Kindern gibt, wenn man ihnen Leckereien geben möchte. Das ist so neben vergorenem Fleisch, sie vergären auch Fleisch oder halt sowas wie dieser Trockenfisch, der ist natürlich auch fermentiert, der ist jetzt nicht einfach nur trockener Fisch, sondern auch vergoren in irgendeiner Form. Das gibt es noch krasser, dass das noch krasser vergärt, soll dann so ein bisschen wie Kammernbär schmecken. Und abgesehen von diesem vergorenen Zeug ist Blubber wohl die Delikatesse, die es hier so gibt. Das macht es nicht besser zum Degustieren? Nein. Man beißt dreimal drauf rum und hat einfach nur Fett im Mund. Ja, aber in Sachen Kulinarik, das ist nicht günstig. Das ist wirklich gar nicht günstig. Es gibt zum Beispiel das berühmte Grönland-Buffet, das gibt es immer freitags oder samstags, weiß gerade nicht mehr was davon, in den Bergen hinter Kangerlussuaq. Da kann man auch hochgefahren werden, auch wieder mit der Touri-Kutsche. Touri-Kutsche in Grönland meint 10 Leute oder irgendwie sowas. Ne? Das sind so, oder vielleicht mal 20, 30, das sind so Touri-Gruppen. Das ist also nicht ganz so, wie man sich das jetzt als Völkerwanderung in Rom oder so vorstellen muss. Da sind zwar schon Touristen, die sind da, gar keine Frage, und darüber freuen sich die Grönländer auch, und man macht sich nicht unbeliebt, wenn man da halt auch noch als Tourist aufkreuzt und macht da auch nichts kaputt. Es gibt da unendlich Platz. Also nachhaltiger Tourismus ist auf Grönland schon irgendwo möglich, jetzt von der Anreise mal abgesehen. Die ist niemals nachhaltig. Dieses Buffet ist halt auch nochmal, das kostet auch nochmal so 60 Euro oder was pro Nase. Da kannst du dann so viel essen, wie du lustig bist. Aber da muss man auch der Typ für sein. Ja? Man kann mit dem Zeug auch eine Lampe anzünden, ja, was die da essen. die dann sehr lange brennt, sag ich jetzt mal. Ja, schon speziell, schon in keinster Weise abwertend gemeint. Es ist eine unglaubliche Leistung der Grönländer in diesem Klima, mit keiner Zivilisation und keiner Technologie überlebt zu haben. Wahnsinn, einfach nur beeindruckend. Auch wer sich das nochmal genauer angucken möchte, dem sei ein Grönlandurlaub empfohlen. Es gibt in Sisimiut, da kommt man ja sowieso hin, wenn man den Arctic Circle Trail läuft, das ist ja das Ziel sozusagen, die Stadt an der Küste, gibt es ein schönes kleines Museum. Das kostet wiederum fast kein Geld verglichen
mit allem möglichen anderen. Und da kann man ganz viel über die Lebensweise der Inuit, über die Kolonialisierung von Grönland, dann durch die Dänen und wer war noch da? Ja, größtenteils waren es tatsächlich die Dänen. Ich glaube, die Norweger, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, habe ich leider nicht mehr im Kopf. Aber die Kolonialisierung kann man sich da schlau machen. Man kann sich aber auch über das traditionelle Leben der Inuit schlau machen. Man kann traditionelle Inuit-Häuser sehen, teilweise rekonstruiert, teilweise noch original, gibt's da auch zu sehen, wenn man dann lieb ist und fragt. Und überhaupt dieses Leben, Sisimiut, das Ding hat 5000 Einwohner, vielleicht 6000 irgendwie, so irgendwas um den Dreh, 5000, 6000. Das ist die zweitgrößte Stadt von Grönland. Also, dass das für grönländische Verhältnisse eine Hauptstadt ist, eine Großstadt, ein wirklich fettes Teil, ist schon interessant. Und wie die Leute da leben, schon sehr, sehr interessant. Was ein Kopfsalat im Supermarkt kostet, auch sehr, sehr interessant. Normalerweise ist es bei mir so, wenn ich aus der Wildnis komme und dann gehe ich eigentlich und längere Zeit in der Wildnis war, gehe ich super gern in den nächsten Supermarkt und ich bin halt leider ein schlechter Mensch, was das angeht und hole mir irgendwelches Junkfood, irgendwelche Käsechips, Knabberstangen, irgendwelche sonst was, Wurst, Dose Fleisch, Chips vor allen Dingen, eben, habe ich schon erwähnt, sowas in die Richtung. Dann brauche ich erstmal eine Junkfood-Infusion. Habe ich auf Grönland sein lassen, weil es so arschteuer ist. Wirklich unglaublich hohes Lebensmittelpreisniveau. Es empfiehlt sich also, sich mit dreckigen Nahrung, wobei dreckige Nahrung an sich, diese Aufgieß-Track-and-Eat-artigen Gerichte, ne? Also heiß Wasser rein, Tüte zuziehen lassen, aufmachen, essen, das ist sogar relativ günstig, weil das ist Standardnahrung da, das ist da so alltäglich wie eine Tasse Kaffee bei uns und damit ist das erstaunlich billig zu haben. Ist immer noch nicht super günstig, aber im Vergleich zum restlichen Inlandspreisniveau fällt es kaum noch auf, dass das irgendwie bei uns jetzt verhältnismäßig viel teurer wäre als normales Essen. Ja, aber es gibt im Grunde alles. Du kriegst da auch Pommes, Chicken Nuggets, so ein bisschen amerikanisch angehauchtes Essen oder eben den Mushox Burger in der Cafeteria vom Flughafen in Kangerlussuaq. Den können wir sehr empfehlen. Der schmeckt ja schon intensiv. Es ist schon ein viel intensiverer Fleischgeschmack, als man es zum Beispiel von Rind gewöhnt ist. Übrigens, die Kangerlussuaq Flughafen Cafeteria hat sehr faire Preise dafür, dass sie am Hintern der Welt ist. Und da kann man dann also auch als Mensch mit kleinem Geldbeutel, kann ich sehr empfehlen, Burger mit Pommes. Also auch normaler Rinderburger, Rindfleischburger mit Pommes oder einfach nur Pommes. Pommes allein sind, wenn man da aus der Wildnis kommt, auch schon eine ziemliche Offenbarung. Ne? Je nachdem, wie rum man das Ding läuft und so weiter und so fort. Ja, das sind so ein paar grönländische Besonderheiten. Dazu kommt für diejenigen von uns, die, wie gesagt, auch wieder da nur, wer damit was anfangen kann. Geologisch Interessierte finden das zweitälteste Gestein der Welt auf Grönland und laufen da in einer geologisch gesehen absoluten Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Landschaft rum. Man sieht es, wenn man sich auskennt, an den Felsen entlang des Arctic Circle Trails auch immer mal wieder verschiedene Indizien dafür, wie alt die eigentlich sind. Gerade um Kangerlussuaq drumherum kann man Bändereisenerze finden, die zur Isua-Gneis-Gruppe gehören. Das ist der nördlichste Ausläufer der Isua-Gneis-Gruppe. Die sind, haltet euch fest, sofern ihr auf sowas steht, also ansonsten bleibt gemütlich hocken, 3,7 Milliarden Jahre alt. Kein anderes intaktes, so einfach normal aufhebbares Gestein, fast keins, das irgendwo auf der Welt zu finden ist, ist so alt. Und die Grönländer haben kein Problem damit, wenn man sich da mal einen mitnimmt. Ich habe meinen jetzt gerade leider nicht da, sonst würde ich ihn euch in die Kamera halten. Ganz, ganz toll.
Wer gerne noch schöne Kunstgegenstände haben möchte, die aus Sachen gefertigt sind, die man sonst überall sonst nicht kriegt, zum Beispiel aus Walknochen, Walstoßzahn und solchen Späßen. Erstens mal muss man dann gucken, dass man ein schönes Zertifikat dazu bekommt, dass man das Ding überhaupt kaufen durfte, weil es eben von Inuit gehandelt worden ist und die dürfen das verkaufen, jeder andere nicht. Da brauchst du ein CITES-Zertifikat, Convention in Trade of Endangered Species oder so ähnlich. Das ist ein ganz wichtiges internationales und ein gutes, ist auch gutes, das gibt Abkommen, das halt eben bestimmten Eingeborenen, wenn ich jetzt mal so ein böses Wort verwenden darf, erlaubt eben doch mit sowas zu handeln. Wer da schon immer irgendwelche schönen Kunstgegenstände in diese Richtung haben wollte, kann die da erwerben. Da gibt es auch nachhaltige Fellmäntel aus Robbe, aus Eisbär, aus sonst was, aus Wal weniger. Walfell ist nicht besonders warm. ja, ist alles arschteuer, logischerweise muss es auch sein, wird plus minus in Handarbeit an der Nähmaschine hergestellt. Und aber sowas, das hast du dann dein Leben lang, wenn hier nicht ein Peter-Aktivist ankommt und da sich furchtbar drüber aufregt. Ich find's in Ordnung, solange dass die Ureinwohner herstellen und die Ureinwohner jagen gehen, so wie sie es seit immer getan haben, so wie sie es heute noch vollständig tun würden und darauf angewiesen wären, wenn wir nicht gekommen und ihnen die Zivilisation gebracht hätten, und dass die da weiterhin auch ein bisschen von leben können, halte ich für wichtig, dass das weiterhin geht, und das beinhaltet heute dann halt eben auch, dass sie damit Geld verdienen. Das Konstrukt Geld, das früher nie wichtig war, das jetzt heute wie überall sonst auf der Welt leider eben eine größere Rolle spielt, und dann sollte man halt, wenn man dann das sich irgendwie leisten kann und sich nicht die Tour an sich schon von den Ersparnissen abgespart hat und sich kein Geld mehr übrig hat, kann man sich dann da sicherlich auch noch irgendeinen schönen, besonders interessanten Kunstgegenstand mitnehmen. Ich habe einen Schamanen, ich zeige euch mal kurz den Schamanen. Der ist jetzt nicht so super fancy, ist aber wir haben ihn sehr gern. So, das hier ist der Schamane, der ist aus Rentierhorn, ja? Der hat hier eine Trommel und einen Klopfer und dann klopft er seitlich an seiner Trommel. Das ist ein bespannter Knochen, rund angelegter Knochen, und da spannen sie dann noch eine Haut drüber, Seehund zum Beispiel, Robbe, irgendwie sowas, und klopfen da auf der Seite drauf rum. Was Besseres gab's halt traditionell nicht. Das klingt nicht in irgendeiner Form wie eine Trommel, wie wir sie kennen, mit so einem tiefen Dum, 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 sondern das ist mehr so ein Klack, 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 kaum schallverstärkende Wirkung durch die Dinger. Und dazu gibt's dann so tolle, wahnsinnig tolle, total intensive, traditionelle Gesänge. War ganz normal noch bis vor 20 Jahren, wenn du in die kleineren Dörfer in Grönland bist, dann hat man sich im Winter getroffen in einem Haus, alle eng auf eng auf eng, und hat zusammen gesungen. Und Streitigkeiten übrigens, wenn es Streitigkeiten gab innerhalb des Dorfes und jemand war sich uneinig, wem was gehört, wer wen anders nicht mag und so weiter, dann wurde das eben gelöst mittels Sanges-Battle sozusagen. Also so ein bisschen ein Rap-Battle im Prinzip. Nur halt mit traditionellen Inuit-Gesängen. Und damit wurden wirklich nachhaltig Streitigkeiten auch beigelegt. Weil wer da dann hinterher, das Dorf hat dann abgestimmt, wer gewonnen hat. Und der Unterlegene, der war dann unterlegen. Der hätte vollständig sein Gesicht, sein Ansehen und alles verloren, wenn er sich damit dann auch nicht zufrieden gegeben hätte, dass er jetzt offensichtlich verloren hat. Und das hat dazu geführt, dass es nur höchst selten mal Mord und Totschlag gegeben hat. Außerdem ist man zum Schamanen gegangen, wenn man eben größere Fäden mit wem anders hatte, dann hat der Schamane einen
weiß ich nicht mehr, wie die heißen, aber so ein kleines Geisttotem hergestellt, das den Feind tötet, wenn der nicht auch ein entsprechendes Geisttotem hat, das ihn beschützt. Und da man aber nie sicher sein kann, ob das beschützende Geisttotem denn auch wirkt, wollte man einfach keinen Feind haben, weil der kann ja zum Schamanen gehen und der kann dann wieder so ein Todestotem herstellen. Und so war das hochempfindlich und hochgefährlich, Feinde zu haben. Und selbst wenn man den Feind umbringt, ist ja trotzdem noch das Totem da, das beim Schamanen liegt. Und das killt einen dann auch. Auf gut Deutsch, Streit, keine gute Idee. Endet immer mit dem eigenen Tod letztendlich. Hat wohl sehr gut funktioniert in der Inuit-Kultur. Die hatten ja auch nie großartig Krieg. Krieger gab es da auch nicht, Jäger gab es da und solche Sachen. Außerdem, wenn ich schon am Vorzeigen bin, hier haben wir noch Bernd. Bernd war unser Steinmaskottchen, Frau hat ihn getragen. Da bin ich wohl ein bisschen dran schuld, dass sie das Gefühl hatte, dass sie das tun muss. Wir haben ganz viele schöne Fotos gemacht mit Bernd in Landschaft und das war schon irgendwie cool, den Bernd dabei zu haben. Ursprünglich wollte ich dann nochmal den Bernd als Aufhänger für ein Geologie-Video nehmen. Das hat dann aber so nicht ganz funktioniert. War eine kreative Idee. Leider landen viele meiner kreativen Ideen dann in der langen Liste guter Ideen, die sich so leider nicht umsetzen ließen. ich stelle den Bernd mal da hinten hin. Andersrum. Er muss die Aussicht genießen. Augen Richtung Aussicht. Und den Schamanen können wir auch mal hinstellen. Der steht sonst immer einsam im Regal, was heißt einsam, wir gucken ihn regelmäßig, also zumindest ich schaue immer gerne bei ihm vorbei. Unglaublich faszinierend. Ja, also diese ganze Kultur gibt es nur da. Tierbeobachtungen in dem Ausmaß von so wenig scheuen Tieren, die man so gut beobachten kann. Insbesondere eben den Polarhasen, den hat man schon erwähnt, Rentiere. Polarfuchs, Hermelin gibt es auch häufig zu sehen. Lemminge, wenn gerade Lemmingjahr ist, dann springen die auch überall rum. Lemminge sind großartig, das sind so... Ja, am ehesten kann man die optisch noch mit einem kleinen, mit einem mittelgroßen Hamster vergleichen. Für die meisten Leute ist ein Hamster ja ein Goldhamster, der ja an sich schon ein kleines Tier ist. Wenn ich von einem Hamster rede, dann meine ich natürlich den heimischen Feldhamster, der ja ein relativ großes Nagetier ist, ein sehr großes sogar für die Verhältnisse von Nagetieren. Aber so ein Lemming, googelt den mal, die sind wirklich ganz, ganz knuffig und unglaublich tolle Viecher. Und nein, die begehen nicht standardmäßig reihenweise Selbstmord. Die Landschaft als solche hat unglaubliche Weiten zu bieten, unglaubliche Panoramen, ein wahnsinniges Gefühl des unvorstellbar viel Platzes sozusagen, der hier gerade zur Verfügung steht. Und eine enorme Freiheit. Also für Leute, die gerne viel Platz um sich herum haben, ist das für Klaustrophobiker vielleicht, weiß ich nicht, ist das einfach eine Offenbarung, diese Landschaft. Alles, was du siehst, kannst du hinlaufen. Solltest du dir halt überlegen, ob du das wirklich tust, weil der Weg an sich ist ja sowieso auch schon relativ lang. Circa 10 Tage kann man als gut sportlicher Wanderer veranschlagen für den Arctic Circle Trail. Also das sollte dann schon gut sportlich sein. Couch Potatoes wie wir zwei haben halt 12 Tage gebraucht, aber wir haben es auch nicht darauf angelegt, super schnell zu sein. Hätten wir auch schneller schaffen können, wenn es unbedingt hätte sein müssen. Ich denke, die viele Leute laufen den auch in 8. Und dann gibt es noch so ein paar Verrückte, die das Ding halt wirklich super sportlich nehmen und da in kürzester Zeit, in 5 Tagen, in 4 Tagen, das Letzteres ist irre, durchrennen, mehr oder weniger. Ne? Oder, aber auch selbst in 6 Tagen ist das ein Gewaltmarsch. Da hat man nichts davon, von der Magie der Landschaft. Vegetationsmäßig ist die skandinavische Vegetation der grönländischen tatsächlich ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich. Es gibt ein paar Besonderheiten in Grönland, wie zum Beispiel Cranberries, die man kennt aus der Nahrung, was die Amis gerne futtern. Das gibt's in der Form als Cranberry so auf Grönland nicht, aber es gibt eine Verwandte, die zum Beispiel in Skandinavien nicht vorkommt, weil Grönland doch recht nah eben auch am amerikanischen Festland ist. Gehört geografisch, geologisch auch zum amerikanischen Kontinent. Aber politisch eben zu Europa über Dänemark. Ja,
Vegetationsmäßig muss man sagen, die beiden häufigsten und markantesten Pflanzen, die einem da vorkommen werden, ist die Zwergbirke und die Zwergweide, Betula nana und Salix herbacea oder Herbacea, je nachdem wie man die aussprechen möchte. Herbacea ist wahrscheinlich korrekter. Die haben, wenn man im August unterwegs ist, mit großer Wahrscheinlichkeit bereits Herbstverfärbung angenommen. Dazu kommt dann dieses besondere Licht durch die Sonne, die immer tief steht, die auch mittags vergleichsweise tief steht, weil man einfach so weit im Norden ist, dass da immer ein recht langer Weg durch die Atmosphäre zurückgelegt werden muss von den Sonnenstrahlen. Und das gibt eine ganz besondere Lichtstimmung. Das ist für Fotografen, auch wenn ich es nicht so hinbekommen hätte, wie ich es gerne hinbekommen so hinbekommen habe, wie ich es gerne hätte, so rum, ist das ein Traumrevier für spezielle Lichtstimmungen. Aber selbst wenn es einem gar nicht darum geht, die zu fotografieren, sind die einfach unglaublich toll, die zu erleben, abends nach getanen Kilometern, in diesem Licht, in dieser bunten Landschaft, Grönland müsste Buntland heißen, zumindest im Herbst, mit ihren verschiedenen Rot, Grün und vor allen Dingen den goldenen Gelbtönen in der Vegetation, dazu dann noch die bemoosten und beflechteten Steine und bei schönem Licht und ein paar Wolken am Himmel. Und wenn es dann Abend wird, das ist einfach eine herrliche Stimmung. Ich komme aus dem Schwärmen wirklich nicht mehr heraus. Das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht. Also ich kann mich an mindestens 6-7 Felsen erinnern, auf denen ich gehockt bin. Einfach nur im Licht und einfach nur genossen habe und mir den immer wehenden Wind, es gibt nie Windstille, gut, vielleicht mal für 5 Minuten kurz mal und dann geht's wieder weiter, um die Nase habe wehen lassen und einfach nur genossen habe. Wunderbar. Es gibt fast nur Trinkwasser, das ist in Skandinavien allerdings zugegebenermaßen auch so. Einzelne Seen, die sehr lange abgestanden waren in einem sehr trockenen Sommer. Die Sommer sind oft ziemlich trocken. Niederschlag fällt im Winter in Form von Schnee. Und je weiter man von der Küste weg ist, also je näher am Inlandeis, desto trockener wird's. Das Inlandeis an sich ist zwar Wasser, aber drumherum liegt quasi Wüste. Der Bereich vorm Inlandeis ist ökologisch als Halbwüste einzustufen. Da regnet es nur höchst selten und im Winter liegt da deswegen auch nicht besonders viel Schnee, weil einfach kaum Niederschlag runterkommt. Was runterkommt, ist zwar Schnee und bleibt selbstverständlich auch liegen, aber hält sich mengenmäßig tatsächlich in Grenzen. Die Seen, oh, die Seen. Jeder lädt zum Baden ein, sofern man dann über keinerlei Kälteempfinden verfügt, weil haben alle 4 Grad. Standardmäßig, du wirst kein einziges Wasser finden, das wärmer wäre als 4 Grad. Und wenn die Sonne noch so lacht und es wirklich auch mal 25 Grad Lufttemperatur haben kann, das ist selten, aber das kann, und man denkt, boah, jetzt muss ich baden gehen, und das macht man dann auch, dann geht man nicht lange baden. So viel kann ich garantieren. Die Klarheit des Wassers, wahnsinnig faszinierend. Auch ein schöner Kerl.
Ich habe ja gedacht, bevor wir hin sind, dass man beim Kanu-Center, was auf dem Weg liegt, noch alte Kanus findet und mit denen schön über den See schippern kann. Das ist nach und nach jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Die Kanus, es gab kaum noch welche, die so richtig gut funktionsfähig waren, als wir da waren. Ich habe da ein vielleicht lustiges Video gedreht, wo wir eine kleine Runde dann doch noch mit dem Kanu schippern. Das Ding war schon zerbeult bis zum geht nicht mehr, geflickt mit Panzertape und hat auch ordentlich Wasser gezogen während der Tour. Ruder sind, Paddel sind auch keine mehr da. Da gibt's so improvisierte aus Brettern zusammen gepanzertapete und teilweise genagelte, wenn man noch irgendwo einen Nagel hat finden können von eben engagierten Handwerkern, die da des Weges gekommen sind. Vor 10 Jahren wäre es bestimmt noch eine super Sache gewesen, da im Kanu-Center noch ein paar Tage zu bleiben und einfach noch Kanutouren um den See, auf die andere Seite vom See und so weiter und so fort zu machen. Ich glaube nicht, dass man jetzt nach den Mengen Leuten, die da jetzt auch nochmal gewesen sein dürfen letztes Jahr und nach dem schlechten Zustand 2019, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch viel ist mit Kanufahren. Vielleicht gibt es noch ein, zwei, die noch halbwegs intakt sind. Die muss man aber erstmal finden. Da müssen sie frei sein. Die muss sich nicht jemand anders noch unter den Nagel gerissen haben. Und mit einem gewissen Risiko aufgrund des wirklich langsam etwas beklagenswerten Zustands der Kanus ist das mit Sicherheit auch verbunden. Hütten. Es gibt sehr viele Hütten, die kosten alle nichts. Das ist ein Vorteil gegenüber von Skandinavien. Wenn die Tour nur lang genug ist und man gerne jede Hütte zum Schlafen benutzen möchte, dann ist die Tatsache, dass in Grönland sämtliche Hütten for free sind, auch mit einem Ofen ausgestattet sind, den man allerdings im Sommer erstens nicht braucht und zweitens auch wirklich nicht verwenden sollte, selbst wenn noch Schweröl, Diesel da ist. Es ist schon Diesel, es ist nicht Schweröl oder Ofenöl oder was auch immer, aber Schweröl ist es jedenfalls nicht. Mit dem man diesen Ofen dann betreiben kann, selbst wenn das noch da ist, sollte man das im Sommer nicht tun. Diejenigen, die im Herbst unterwegs sind, werden dankbar sein, wenn sie dann da irgendwie den Ofen zum Laufen kriegen. Hütten gibt's, je nachdem wie man die Tour macht, 8 Stück. Das heißt, man kann es in 8 Tagen machen und dann von Hütte zu Hütte ziehen. Dafür müsste man dann allerdings auch immer noch ein Zelt dabei haben, weil die Hütten teilweise nicht sehr groß sind, in der Hauptsaison aber ordentlich Leute auf dem Weg unterwegs sind. Das heißt, man kann nicht garantieren, dass man in der Hütte auch noch einen Schlafplatz bekommt. Die anderen Leute werden zwar alles versuchen, um da noch jemanden reinzukriegen. Ich erinnere mich an 2 sehr junge, sehr schlanke Schwedinnen, die sich dann noch eine auf eine Sitzbank im Küchenbereich, einer für 6 Schläfer ausgelegten Hütte. Eine hat sich unter diese Bank, die war vielleicht so hoch, ja so ungefähr, da kann man sich ungefähr, ja, da hat sie sich drunter gequetscht mit ihrer Isomatte, hat dahin gepasst, wäre bei mir nicht möglich. Und eine hat sich halt oben drauf gelegt und so sind die in der Hütte doch tatsächlich noch irgendwie untergekommen. Und wir anderen Hütteninsassen, wir waren schon viel, viel früher da, die kamen ziemlich spät, hatten uns dann schon vor zu diesem Zeitpunkt eben es gemütlich gemacht und uns eingerichtet und war dann soweit auch ganz in Ordnung. War allerdings auch die letzte Nacht in der Hütte für Frau und mich, Verlobte damals, weil ja die Hüttenakustik ist halt dann ein Thema. Aber wer sagt, das macht mir nichts aus und gerade wenn schlechtes Wetter ist, brauche ich so eine Nothütte. Wenn schlechtes Wetter ist, möchte ich mich gerne in eine Hütte retten. Es gibt definitiv Hütten und auch Möglichkeiten, sich dann eben mittels der Hütten zu helfen, wenn auch mal irgendwelche Ausrüstung versagt. Vor einer Hütte saß jemand, hat versucht mit Panzertape seine Schuhsohle wieder anzukleben, dann auch irgendwie versucht, die wieder anzunähen, hat alles mehr so semi funktioniert, aber die haben es auch am Ende irgendwie geschafft, die Tour erfolgreich zu Ende zu bringen, eben mit mehreren weiteren Schuhreparaturversuchen von Leuten, die dankenswerterweise eben entsprechendes Reparaturmaterial dabei hatten. Man hat sich dann ausgeholfen. Es empfiehlt sich vorher einfach zu überprüfen, dass man eben nicht ewig alte Wanderschuhe jetzt zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren wieder anzieht. Nach 10 bis 15 Jahren löst sich dann nämlich die Sohle, völlig egal wie hochwertig der Schuh gewesen ist. Der Klebstoff hält nur so lange. Was gibt es denn sonst noch so zu Grönland zu sagen? Wenn man dann in Sisimiut ankommt und wirklich die Kohle hat, das ist halt immer die Sache, ne? Manche Leute haben es, manche Leute haben es nicht. Wir hätten es nicht gehabt. Kann man das noch verbinden mit einem Ausflug in die Ilulissat?
Kein Schimmer, ob das korrekt ausgesprochen ist. Ich bin mit Aussprachesachen einfach so schlecht. Selbst wenn ich im Land gewesen bin und mir Mühe gegeben habe, den einen oder anderen Begriff korrekt aussprechen zu lernen, ich bin da einfach so schlecht drin. Es tut mir leid. Jedenfalls ist das diese UNESCO-Weltnaturerbe-Bucht, wo die Eisberge, also einer der größeren Gletscher von Grönland, ich meine, ganz Grönland ist zu 80% ein Gletscher, aber die größeren Nicht-Inland-Eis-Gletscher kalben vor allen Dingen in diese Bucht mit massiven Eisblöcken. Man kann da Eisberge angucken, man kann sich da mit dem Boot drin rumschippern lassen, und eine schöne Möglichkeit dahin zu kommen, aber eben auch teuer, ist von Sisimiut aus mit dem Schiff loszufahren. Das geht, glaube ich, 4 Tage. Einen Tag fährt man hin, dann ist man da 2 Tage mehr oder weniger da, und dann fährt man nochmal einen Tag zurück und kostet nochmal so ungefähr den Flug. In etwa. Allerdings all inclusive in Anführungszeichen. Also kriegst du dann auf dem Schiff auch noch was zu essen, oder je nachdem, kann auch ein bisschen teurer sein als der Flug. Also das ist halt für Leute, die Geld haben. Ist sicherlich ein unvergessliches Ereignis, war uns nicht gegeben. Wer noch viel Zeit mitbringt und sagt, ich möchte noch viel mehr sehen vom Land, wenn ich da schon hinfliege, kann von Sisimiut aus auch noch auf den, ja, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, ist wie gesagt ein spontanes Video, auf den Hausberg von Sisimiut steigen. Der ist saumäßig hoch, er erfordert alpine Fähigkeiten, Schwindelfreiheit, ich bin deshalb nicht bis hoch gekommen, weil letzteres fehlt mir. Auch wenn man nur halb hochsteigt, hat man eine sensationelle Aussicht über Sisimiut, über das Nordpolarmeer. Sensationell. Einfach nur sensationell. Da oben ist ein Ort, man möchte da, auch wenn man nicht Höhenangst hat, nie wieder weg. Die Dorfjugend trifft sich da oben, als wäre es die nächste Kneipe. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Und eben mal schnell so auf so einen Berg steigen und die Aussicht genießen, ist halt aus Mangel an Alternativen tatsächlich was Jugendaktivität. Ich war damals noch seltsam mit 16, dass ich gesagt habe, Trekking ist ein Hobby von mir. What? Disco! Und Pokémon-Karten? Nee, in dem Alter schon nicht mehr. Und Zocken, Fernsehen, was weiß ich. Aber bestimmt nicht Trekking. Was soll das sein? Nee, da war man schon ein bisschen wunderlich mit. Aber in Grönland offensichtlich weit verbreitet. Und ja, ich glaube, das langt. Ich glaube, das reicht. Objektiv betrachtet, wenn es einem wirklich nur oberflächlich um nördliche Landschaften geht, Nordlandschaften, dann ist man in Skandinavien wirklich besser aufgehoben. Man muss tatsächlich den Mehrwert, den die grönländische Kultur, die grönländischen Leute, die grönländischen biologischen Besonderheiten, geologischen Besonderheiten, das Inlandeis und so ein Städtchen wie Sisimiut mitbringen. Auch das Erlebnis, wie mit einem Bus in einen Flieger einzusteigen, gefühlt, ja. Wo man vorhin noch gefragt wird, wie viel man wiegt, weil die ungefähr rechnen müssen, ob sie überhaupt starten können oder nicht, auf einer sehr, sehr kurzen Startbahn, die gerade so reicht. Wer solche Erlebnisse wirklich sagt, das ist mir zusätzliches Geld wert und ich will das mal gesehen haben, für den lohnt sich der Arctic Circle Trail. Betrachtet man den Arctic Circle Trail als sehr nördlich gelegener Wanderweg, isoliert, nur den Trail per se, dann bleibt zu erwähnen, dass die Hütten eben gratis sind, was du in Skandinavien so nicht hast. Dass die Einsamkeit abseits des Weges, auf dem Weg selbst nicht, aber abseits des Weges unglaublich intensiv ist. Dass die Lichtstimmung auch nicht schlechter ist als in Skandinavien. Ne? Das ist halt dieses nördliche Licht, das gibt's da auch. Die Farbgebung der Landschaft ist vielleicht in Grönland noch ein Ticken intensiver aufgrund anderer Gesteine, die dann auch noch eine gewisse Farbigkeit entfalten können. Die Tierwelt, die da ist, verhält sich anders. Es gibt übrigens noch zig Vögel, ja, jede Menge endemische Spatzenvögel, die ich nicht auseinanderhalten könnte, aber das sind auch wirklich endemische. Das sind Grönland, die Grönlandfinken. Da gibt es so ein bisschen wie die die Darwinfinken. Ja, so ungefähr in diese Richtung gehen auch die Grönlandfinken, also viele spezialisierte, sehr eng miteinander
verwandte, spatzenartige Vögel, einer hübscher als der andere, wirklich überall anzutreffen und sehr sympathisch. Und hätte man Essen übrig, könnte man sie sicherlich damit auch für ein Foto überzeugen, nochmal vorbeizuschauen. Man hat aber im Regelfall kein Essen übrig. Wir hatten nicht so viel Hunger und wir sind auch wirklich gut durchgekommen. Alles verlief nach Plan, alles super. Nur zusätzlich Essen weggeben will man eigentlich nicht. Und es ist auch besser, wenn man die Wildtiere sein lässt und sie halt eben nicht füttert. Und schon gar nicht im größeren Maßstab. Trotzdem, also wer nicht mit den genannten Sachen wirklich daraus einen großen Mehrwert zieht und wer sagt, ich will unbedingt einen Eisfuchs sehen und das ist mir auch wirklich 600 Euro mehr oder was wert für meinen Urlaub, für meine Reise und ich habe auch ein vertretbares oder ein hinterher mit mir selbst irgendwie ausmachbares und kompensierbares Verständnis dafür, dass man halt dahin fliegen muss. Und lass mir irgendwas einfallen, mit dem ich hinterher besserer Mensch sein möchte, um das auszugleichen, dass ich da halt hingeflogen bin. Das ist halt immer so ein Faktor. Ne? Für manche Leute von uns ist das ja wirklich, Flugscham ist ja das schöne Wort, was es da gibt, ist das ja wirklich ein Faktor, der eine Rolle spielt. Für mich persönlich spielt der eine große Rolle, für andere Leute nicht so sehr. Ich will da nicht den Moralapostel raushängen lassen. Muss jeder letztendlich sowieso selber wissen. Nochmal nach Grönland möchte ich gerne noch in vielleicht 20 Jahren nochmal. Das wäre toll. Einfach nochmal zum Inlandeis und gucken, was davon noch übrig ist. Das würde mich interessieren. Auch das wäre jetzt noch ein Argument, was für Grönland spräche. Erlebt das Inlandeis, solange noch welches da ist. Schmelzen tut, das ist nicht die Frage, ob. Die Frage ist nur, bis wann. Wobei es theoretisch noch irgendwelche Klimaszenarien gibt, bei denen es nicht ganz abschmilzt. Ja, und dann saust der Nikolaus zusammen mit dem Osterhasen auf die Reste, die davon übrig sind. Pfiou! Aber gut. Persönliche Meinung. Ja, das war also mein kleines, gemütliches Balkongelaber. Ich hoffe, das war vom Ton und mit den bösen Autos, die vorbeifahren, noch einigermaßen akzeptabel. Und ja, da fällt mir jetzt wirklich nicht mehr viel ein. Ich kann es empfehlen, wer es Geld hat, wer es Geld nicht hat, da ist sowieso kein Thema. Wer es mit dem Gewissen vereinen kann wegen dem Flug und wer eben auch so drauf ist, dass er die Faktoren, die Grönland zu so einer wahnsinnig faszinierenden und auch anderen Landschaft als Skandinavien machen, genügend würdigen weiß. Ja. Skandinavien ist dann anders, auch wunderschön. Ich sage ja nicht, Skandinavien ist schlechter, überhaupt nicht, aber anders halt. Ne? Es ist nicht dasselbe und es ist auch nicht egal, für welche Region man sich dann entscheidet. Ja, vielleicht für irgendwas gut, vielleicht für 3-4 von euch und wenn nicht, dann habt ihr euch zumindest erfolgreich in einen bettfähigen Zustand versetzt und dann wünsche ich gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Thank you.